Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Holzwart, Herr Oberbürgermeister AD Fritz, Herr Dr. Weinmann, wenn er noch da ist, wenn nicht, werden wir nachher noch mit ihm zusammen ein Glas Wein trinken. Ich freue mich jedenfalls, dass er uns dieses altehrwürdige Haus, die Paulinenpflege, geöffnet hat. Ich bedanke mich sehr, dass ich hier in diesen Räumen sein darf und ich verspreche Ihnen auch aus Respekt, vor dieser Tradition hier werde ich keine flammende Wahlkampfrede halten, sondern werde auch ein bisschen was Nachdenkendes zwischendurch sagen. Und ich sage Ihnen, ich werde es auch nicht zu lange machen, weil ich mich darauf freue, dass ich nachher mit Ihnen ins Gespräch komme, in der Diskussion anschließend oder auch bei einem Glas Wein anschließend. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf. Lieber Matthias Prüfung, meine Damen und Herren, ich bin optimistisch in dieses Jahr gegangen. Ich hoffe Sie auch und ich bin mit jedem Tag zuversichtlicher. Ich will es Ihnen auch begründen. Wenn ich vorhin im Feuerwehrmuseum, in diesem wirklich tollen, gelungenen Feuerwehrmuseum, zu Besuch sein durfte und gesehen habe, wie viele Männer und Frauen sich um dieses Museum ehrenamtlich kümmern, in vielen Hunderten, man könnte fast sagen Tausenden von Stunden über Jahre hinweg. Ich war bei der Eröffnung im Jahr 2002 auch schon mal hier zu Gast. Und wenn ich sehe, wie diese Frauen und Männer ihren Dienst tun für andere in der Freiwilligen Feuerwehr, in vielen anderen Institutionen, im kirchlichen, im sportlichen, wie viele junge Menschen sich engagieren, in allen Bereichen, wenn ich sehe, wie hier die junge Frau Eichinger musiziert, und wenn ich natürlich, liebe Frau Eichinger, habe ich mich erkundigt, wo Sie das so hervorragend gelernt haben. Herr Fritz hat mir dann bestätigt, hier gibt es eine Jugendmusik- und Kunstschule, die, wenn man die umliegenden Ortschaften, darf man das so sagen, mit einbezieht, über 1800 Schülerinnen und Schüler hat, meine Damen und Herren. Das ist ein Fund, das ist ein Schatz für unsere Gesellschaft, den man überhaupt nicht hoch genug einschätzen kann. Wir tun gut daran, alles dafür zu tun, solche Einrichtungen und solche junge Frauen und Männer und Mädchen und Buben zu unterstützen. Da müssen wir all unsere Kraft drauf verwenden. Ich bin optimistisch aus vielerlei Gründen, wenn ich sehe, dass hier eine junge Frau an der Spitze ihres Stadtverbandes steht, neben Frau Elzer. Oder täusche ich mich? Nein? Ach so, nein, auch das, also Herr Verbrust, es stimmt alles, was ich sage, auch Jung. Nein, und liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat dieser schönen Stadt, es ist einfach toll, das gehört auch dazu, Herr Oberbürgermeister. Das wird oft vergessen, wenn das Ehrenamt erwähnt wird. Es gibt in unserem Land 26.000 Frauen und Männer, die sich, ja wie denn schon, ehrenamtlich in unseren Gemeinderäten, in den Ortschaftsräten, in den Regionalparlamenten, in den Kreistagen engagieren. 26.000. Das sind alles Menschen, denen dieser Staat nicht egal ist. Das sind Menschen, die sich dafür einsetzen, dass es vorwärts geht und die wissen, was es bedeutet, in einem liberalen, demokratischen Rechtsstaat zu leben. Meine Damen und Herren, mein Freund und Ihr Kandidat, Dr. Matthias Prüfung, hat vorhin ein Stichwort genannt, um das ich nicht ganz vom Boden komme. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich optimistisch bin. Weil wir solche junge, kompetenten, tollen Kandidaten haben in unserem Land, die bereit sind, für den Landtag zu kandidieren. Und die wissen, wenn sie gewählt werden, und das ist ja ganz bestimmt der Fall, und darum bitte ich Sie alle, die wissen, wenn sie gewählt werden, was sie damit auch an persönlichen Einschnitten bereit sind, in Kauf zu nehmen. An Verzicht auf. An Verzicht auf Freizeit, an Verzicht auf Hobbys und vieles andere mehr. Bei mir zu Hause stapeln sich auch seit Monaten die Bücher, die Noten übrigens auch, liebe Frau Eichinger. Ich spiele so dilettantisch zwar, aber ein bisschen Geige. Bei mir gab es noch keine Jugendmusikschule, ich musste noch aufs Konservatorium nach Heidelberg einmal in der Woche. Mein Vater war ein kleiner Schneidermeister, das hat den Haufen Geld gekostet. Also all dies ist mal auf Halde gelegt und auf spätere Zeiten verschoben. Lieber Matthias, dir wird es auch nicht anders gehen, kann ich schon mal darauf einstellen. Aber wenn jemand so voller Elan ist,
dann kann ich nur sagen, herzlich willkommen im Landtag. Ich freue mich auf einen solchen Kollegen wie dich. Er ist ja bei mir im Innenministerium persönlicher Referent, bearbeitet viele Themen selbstständig, berät mich in vielen Fragen, zum Beispiel auch in der Frage der Bundeswehrstrukturreform. Ich bin nicht der Verteidigungsminister, aber ich bin halt zuständig für, doch wenn Baden-Württemberg irgendwann mal wieder selbstständig ist, für den Weststaat, dann kriegen wir auch einen eigenen Verteidigungsminister, aber soweit ist es noch nicht. Er berät mich in all diesen Fragen. Jetzt hast du, lieber Matthias, ein Stichwort genannt, das mich doch ein bisschen berührt und bewegt. Wir haben heute Nachmittag, das ist nämlich gesagt, ein Viertel aller Menschen hier in Baden-Württemberg haben einen Migrationshintergrund. Ich auch. Wir haben heute Nachmittag oder heute Vormittag einen Empfang der Landesregierung für die Heimatvertriebenen gehabt. Also ich bin immer wieder bewegt und beeindruckt, wie sehr diese Menschen wissen, was sie diesem Rechtsstaat Deutschland, aber auch gerade im Südwesten hier Baden-Württemberg zu verdanken haben. Und wie treu sie zu diesem Staat und dieser Staatsform stehen. Sie haben ja anderes erlebt. Und vor Ihnen steht einer, wenn Sie mir diese persönliche Bemerkung gestatten, nur weil der Dr. Prüfung das so angesprochen hat. Meine Eltern kamen aus dem heutigen Gebiet der Vojvodina, also dem ehemaligen Jugoslawien. Sie haben sich immer als Deutsche verstanden, als Volksdeutsche, haben ihre Tradition, ihre Kultur und ihre Sprache aufrechterhalten. Mein Vater war, das darf ich so sagen, ein kleiner Schneidermeister, meine Mutter auch, der Großvater auch schon, der Urgroßvater auch. Die sind 1792 ausgewandert unter Maria Theresa in das Gebiet des damaligen Jugoslawiens, sind während des Krieges hierher geflüchtet. Und ich weiß noch als kleiner Bub, das muss ich Ihnen vielleicht noch erzählen, mein Vater war Jahrgang 1900, ich bin 1950 geboren. Dazwischen war ein Sohn, das einzige Kind meiner Eltern, also mein Bruder, der ist mit 24 Jahren verstorben, 1949. Und ein Jahr später haben diese, in deren eigenen Augen, alten Leute, nochmal mit allem von ganz von vorne angefangen. Außer dem Koffer und dem Sarg meines Bruders war nichts. Und dann haben die von ganz von vorne begonnen, haben sich ein kleines Häuschen gebaut als Schneidermeister auf dem Dorf. Ich komme aus Bad Schönborn, heute eine Gemeinde mit 12.000 Einwohnern, damals ein Dorf von 3.000 Einwohnern vielleicht, noch selbstständig im Ortsteil. Da war klar, Reichtümer würde er sich nicht erwerben können. Aber er hat seinen Beruf beibehalten und er war zeitlebens geprägt von einer, ich habe es gespürt, von einer tiefen Dankbarkeit diesem Staat, diesem Land gegenüber, das ihm so viele Chancen eröffnet hat und das seinem Sohn so viele Chancen gegeben hat. Stichwort Bildungschancen, Chancengleichheit für alle. Mein Vater hatte 3 Volksschulklassen, der konnte mir zu Hause kein Diktat korrigieren oder ähnliches. Aber er hat nahezu die Hälfte seines Einkommens ausgegeben dafür, dass sein zweiter Sohn zur Schule gehen konnte, in Heidelberg in Mindenham. Mein Vater hat 700 D-Mark verdient im Monat. Ich weiß es erst 1960, als ich zur Schule gegangen bin, also aufs Gymnasium gekommen bin. Ich weiß es deswegen, weil ich, wenn ich samstags vom Internat nach Hause gefahren bin, ich immer die Rechnungen schreiben musste, weil orthografisch war er nicht so gut dran. Das war ein kluger Mann, aber ich musste die Rechnung schreiben. Deswegen weiß ich, der Mann hat 700 D-Mark verdient und hat 340 D-Mark ausgegeben, damit sein Sohn aufs Gymnasium konnte. Das hat er gemacht bis zu seinem 80. Lebensjahr. Und dann steht da einer, der das Abitur gemacht hat, naja, dass er es halt hat, also besonders anstrengend hat er sich nicht. Und dann habe ich studiert. Wie man damals studiert hat, Matthias, bei dir war das anders, das weiß ich, aber wir haben halt studiert, naja, gut, besser rede ich darüber nicht. Nach dem 10. Semester Jura hat mein Vater gefragt, der Bub, wann willst du denn mal fertig machen? Und da habe ich gesagt, der Vater, Jura ist schwer und das dauert halt. Und dann irgendwann, so im 13., 14. Semester, habe ich dann auch mal ein Examen gemacht.
und mal kennengelernt, was es heißt zu arbeiten. Was will ich damit sagen? Ich gehöre einer Generation an, der Nachkriegsgeborenen, übrigens ein Glück, der ersten Generation, die nie Krieg und Flucht und Vertreibung und derartiges erleben musste. Und wir waren natürlich geprägt von einer recht lockeren Haltung, das gebe ich zu. Wir haben erst später begriffen, was die Generation vor uns für uns geleistet hat und für diesen Staat geleistet hat. Wir haben mit offenen Händen genommen und genauso ausgegeben. Und heute, ja, als ich dann 30, 40 war, mein Vater schon nicht mehr gelebt hat. Er hat, wie gesagt, bis 82 Jahre hat er gearbeitet als Schneider bis abends um 10 Uhr, nur damit wir es besser haben sollten. Erst da habe ich begriffen, was die Generation hat. Aber er hat mir immer schon das Gefühl vermittelt, dass es sich lohnt, für diesen Staat sein Bestes zu geben. Und davon, von dieser Grundhaltung, lebt vor allem Baden-Württemberg, leben wir hier. Und diese Tugenden müssen jetzt auch wieder mehr denn je gepflegt werden und hervorgehoben werden. Gerade jetzt in dieser Situation. Und wenn wir dies tun, dann bin ich optimistisch, was dieses Jahr angeht und die folgenden Jahre. Ich habe eigentlich zu dem, was der Matthias Bröfrock hier vorgetragen hat, eigentlich gar nicht mehr viel zu bemerken. Das sind die wichtigen Punkte. Eigentlich müsste ich jetzt gar nichts mehr sagen, außer dass Sie ihn wählen sollten, weil er so gut ist. Aber das tun Sie ohnehin. Nein, ich will nur wenige Stichworte aufgreifen. In den zentralen, wichtigen, zukunftsweisenden Herausforderungen sind wir gut vorbereitet. Die Weichen in Baden-Württemberg sind richtig gestellt. Die Wirtschaft im Land hat sich erholt, auch aufgrund der Konjunkturhilfen. Meine Herren Oberbürgermeister, ich darf es jetzt mal zusammenfassen. Das ist auch ein Zeichen einer guten, bewährten Partnerschaft zwischen Land und Kommunen. Natürlich haben wir ein gigantisches Konjunkturprogramm aufgelegt, anders wäre es nicht gegangen. Die von Matthias Bröfrock hat es ja gesagt, vor 2 Jahren, wie waren da die Schlagzeilen, da war der Untergang des Abendlandes vorhergesagt. Und meine Damen und Herren, mir war es auch nicht so ganz ohne. Nicht nur wegen dieser Schlagzeilen, sondern wegen der Fakten. Da ist zum ersten Mal klar geworden, dass wir halt nicht auf einer Insel leben, uns nicht abschotten, uns anstrengen können, wie wir wollen. Wenn aus der Finanzkrise eine Weltwirtschaftskrise wird, dann erfasst die uns auch mit allen Folgen. Ich habe mit Unternehmen gesprochen, vor 1,5 Jahren noch, die haben mir gesagt, ein Rückgang der Auftragseingänge von 26%, ein Rückgang der Produktivität von 21%, vieles andere mehr. Es waren Horrorzahlen. Dieter Zetsche von Daimler-Benz hat mir gesagt, das sind ganze Märkte weggebrochen, auf Null reduziert in den USA, in China und Johnsburg. Und heute sagt mir der gleiche Dieter Zetsche, wir gehen nahtlos von der Kurzarbeit in die Überstunden. Schichten, er verhandelt mit dem Betriebsrat über zusätzliche Stunden, über zusätzliche Schichten, selbst am Samstagvormittag. Also, wir sind jetzt besser aus der Krise herausgekommen, als wie wir in sie hineingezwungen sind. Da gibt es übrigens auch Chancen, das nur nebenbei. Also in China habe ich mir vor kurzem sagen lassen, der Lothar Späth, unser früherer Ministerpräsident, der kennt sich da nach wie vor gut aus in Südostasien, der hat mir gesagt, 70% der PKWs, der Fahrzeuge in China, gegenwärtig bestellt und geliefert werden, 70% kommen aus Deutschland. Und im Premium-Segment, in der Oberklasse, Sie wissen, was ich meine, kommt jedes 5. Fahrzeug aus Baden-Württemberg. Also das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ich stelle mir vor, es gibt rosige Zeiten für unsere Autobauer. Wenn die Chinesen alle vom Fahrrad aufs Auto umsteigen, dann kriegen wir eine gigantische Nachfrage. Die chinesische Regierung überlegt sich ernsthaft, habe ich jedenfalls gehört, ob sie nicht schon eine Kfz-Zulassungsbeschränkung machen, weil die das Straßensystem, die Verkehrsinfrastruktur, können diese Vielzahl von neuen Zulassungen gar nicht aufnehmen. Also auch darin stecken Chancen, das will ich nur sagen. Also die Wirtschaft brummt und die erfreulichste Tatsache in diesem Zusammenhang hat Dr. Bröfrock gesagt, wir haben eine Arbeitslosenquote von 3,7%. Da würden manche sagen, das ist eine Vollbeschäftigung. Aber was mich besonders freut, ist die Tatsache, dass wir, Matthias, das gesagt, eine Jugendarbeitslosigkeit von nur noch 2,5% haben.
Das ist natürlich ein Faktor, eine Tatsache, die nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Das ist das Verdienst vieler. Ich will nochmal darauf zurückkommen, wie wir über die Krise unter anderem gekommen sind. Zum einen, Matthias, du hast recht, die Politik kann so schlecht nicht gewesen sein in dieser Zeit. Zweitens, diese großen Programme, die wir aufgelegt haben von Bund und vom Land, das Land beispielsweise hat Bürgschaften im Umfang von 2,9 Milliarden Euro übernommen. Wir haben 5.600 Projekte in Baden-Württemberg umgesetzt im Rahmen des Konjunkturprogramms, energetische Sanierungen an Schulen, an öffentlichen Gebäuden, vieles andere mehr. Und wir konnten dies, Herr Oberbürgermeister, nur deswegen in so kurzer Zeit, innerhalb eines Jahres fast 98% dieser Mittel abgewickelt, investiert, weil uns die Städte und Gemeinden gute, zuverlässige Partner und vor allem schnelle Entscheider waren. Schnelle Entscheider. Und sie konnten diese Funktion übernehmen, weil sie trotz aller Schwierigkeiten in den vorausgegangenen Jahren eine sehr solide, gute, vorausschauende Haushaltspolitik betrieben haben, Herr Fritz. Das will ich ausdrücklich sagen. Sonst hätte das nicht so gut funktioniert. Auch das ist ein Merkmal baden-württembergischer Politik. Dafür stehe ich als Kommunalminister. Ich weiß nichts Besseres, was das Land tun könnte, als möglichst viel Verantwortung von oben nach unten zu geben auf die kommunale Ebene, wo die Menschen, wo die Verantwortlichen, die Gemeinderäte, die gewählten Vertreter nahe an den Bürgern dran sind, wo deren Entscheidungen transparent sind und wo sie, ich sage es nochmal, schnell umgesetzt werden können. Und jetzt natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat werden sagen, naja gut, also wenn wir die Verantwortung kriegen, ist das schön, wir müssen halt aber auch das Geld dazu kriegen, um das umzusetzen. Auch da sage ich Ihnen meine Unterstützung zu. Wir sind auf einem guten Weg. Wir verhandeln ja jetzt gerade im Moment wieder mit den kommunalen Spitzenverbänden. Da wird sich in diesem Land nichts ändern. Im Übrigen, wenn ich das sagen darf, schreiben Sie es nicht in der Presse, schon spreche ich Schwierigkeiten mit meinem Kollegen Joachim Herrmann aus Bayern. Das ist auch der Unterschied von Baden-Württemberg zu manch anderem Land, auch zu wohlhabenden Ländern wie Bayern. Dort ist das Land, was die Verschuldung anbelangt, Bayern schon ein bisschen besser als Baden-Württemberg, wenn ich mir deren Haushalt angucke. Wenn ich mir aber angucke, wie die Verschuldung der bayerischen Städte und Gemeinden ansehe, dann muss ich sagen, da stehen wir doppelt so gut da. Das stehen wir doppelt so gut da. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass das Land bereit ist, zugunsten der Kommunen viel nach unten zu gehen. Aber jetzt will ich nicht verschweigen, meine Damen und Herren, vor 2 Jahren waren wir auf dem Pfad der Tugend, wie sich das gehört für anständige Baden-Württemberger. Also gut, die Württemberger vor allem sind da, haben uns da alles voraus. Sie merken es schon am Dialekt, ich komme aus Baden, da lebt man ein bisschen leichtfüßiger. Es macht vielleicht auch die Grenznähe zum Elsass. Aber jedenfalls, wenn wir es zusammennehmen, waren wir vor 2 Jahren super dagestanden. Wir haben 2 Haushaltsjahre keine neuen Schulden gemacht. Null. Und das wollten wir auch so beibehalten. Gut, alte Schulden haben wir noch genug, das will ich nicht verschweigen. Übrigens, Matthias, wenn wir den Länderfinanzausgleich jetzt nicht, wenn wir das mal addieren, was wir in den letzten Jahren bezahlt haben, kommen wir auf eine Summe von 48 Milliarden. 48 Milliarden, da wären unsere Schulden auf Null und wir hätten noch Milliarden, um in Saus und Braus leben zu können. Jetzt will ich aber, damit Sie mich nicht falsch verstehen, schon sagen, in einem föderativen Staat muss natürlich auch Solidarität herrschen zwischen den Schwachen und den Starken. Das wäre jetzt zu billig, wenn ich sagen würde, also die sollen gucken, wo sie bleiben, wir behalten unser Geld, wir geben nichts, sagt ihr, glaube ich, hier. Wir geben nichts, das wäre zu einfach, das funktioniert nicht. Wir müssen schon aus Überzeugung, nicht nur weil uns das Grundgesetz es auferlegt, für annähernd gleiche Lebensverhältnisse sorgen. Das ist übrigens ja auch ein Vorteil, ein großer Vorteil des Landes Baden-Württemberg. Wir haben kein Stadt-Land-Gefälle in dem Sinn, dass es signifikant wäre. Bei uns gibt es natürlich ländliche Regionen, aber da gibt es genauso die hervorragende Infrastruktur, was Schulen, was Straßen und was vieles andere der öffentlichen Daseinsvorsorge anbelangt. Das ist eine Stärke und das gilt natürlich dann auch im Verhältnis zu den anderen Bundesländern. Aber da will ich nur eines sagen. Erstens, zur Solidarität stehen wir. Die Starken müssen den Schwachen helfen. Und deswegen bin ich dafür, dass da ein Ausgleich stattfindet.
sagen wir mal, ein gewisser Sockelbetrag, ein gewisser Grundbetrag, der einfach sein muss, dass die überlebensfähig sind. Klammer auf, wenn sie sich schon nicht zusammenschließen wollen. Stichwort Länderneugliederung, das wäre auch so ein Thema. Aber in der Politik muss halt auf 51 zählen können, in der Demokratie zumindest. Man hat es ja gesehen in Berlin-Brandenburg, wenn die Bürger das nicht wollen, kannst du halt nichts machen. Zwingen kannst du sie nicht zu ihrem Glück. Aber jetzt zurück, die Solidarität, ein gewisser Grundbetrag, ein Sockelbetrag, der sie überlebensfähig hält. Und dann das, was obendrauf kommt, das soll sich aber dann bitteschön nach Maßstäben richten, wie welche Anstrengungen unternehmen die, um ihren Haushalt zu sanieren, welche Anstrengungen unternehmen sie, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Wenn ein Stadtstaat wie Berlin bequem sich zurücklegen kann und sagen kann, wir sind zwar arm, aber sexy, dann kann er das tun, solange er weiß, egal wie viel er leistet, wie viel er selber arbeitet, das, was fehlt, kriegt er ja von den anderen Bundesländern. Das ist einfach ein falscher Verteilungsmaßstab. Da ist auch kein Anreiz da, sich selber anzustrengen. Also das will ich nur zum Finanzausgleich noch sagen. Ich bin sicher, dass wir da auch was erreichen werden. Und ich stehe zu dem Grundgedanken, wir müssen da solidarisch zusammenstehen. Aber wie gesagt, da müssen wir halt ein bisschen feiner justieren. Und jetzt haben wir 4,5 Milliarden neue Schulden. Aus Gründen, die ich vorhin dargelegt habe, die ich nicht wiederholen muss. So, und jetzt, wie geht es weiter? Jetzt haben wir Steuermehreinnahmen von über 2 Milliarden. Meine Damen und Herren, 6 Wochen vor der Landtagswahl hätte ich da viele gute Gedanken, was man mit den 2 Milliarden macht. Sie vielleicht auch. Aber auch da gilt Disziplin, Gradlinigkeit, Verlässlichkeit, Haushaltsdisziplin. Jeden Euro, den wir jetzt zusätzlich eingenommen haben, jeden Euro von diesen 2 Milliarden, nehmen wir nicht, um Ihnen Wahlgeschenke zu verteilen, sondern um die Schulden schlagartig zu halbieren. Und wenn wir das nächstes Jahr nochmal durchstehen, dann sind wir wieder da, wo wir hin müssen, nämlich bei einer Nullverschuldung. Und dann eröffnet es uns auch wieder Spielräume, Handlungsspielräume, Investitionsspielräume. Abgesehen davon, der Ministerpräsident ist noch strenger, als ich mir das vorgestellt hatte, er nimmt nicht nur die 2,2 Milliarden zu 100% von Schuldentilgung, sondern er verlangt von uns einzelnen Ministern auch noch, dass wir 500 Millionen zusätzlich einsparen. Das wird ein bisschen schwierig bei mir, vor allem mit der Polizei. Das sage ich nachdenklich, nachher auch noch ein bisschen nachdenklich ist, aber ich will nicht zu lange reden. Und in der gleichen Situation müssen wir aber auch investieren. Investieren in den Bereich, der am wichtigsten ist, der Dr. Wolfgang hat es gesagt, nämlich in den Bildungsbereich. Da will ich nur zwei Sätze sagen, dann können Sie alles daraus ablesen. Mit 93.000 Lehrerstellen haben wir in Baden-Württemberg einen historischen Höchststand. So viele Lehrer hatten wir überhaupt noch nie, seit dieses Land besteht. Und wissen Sie, wenn wir zum Beispiel über die Senkung des Klassenpfeilers reden, in den Grundschulen, nämlich jetzt auf 28 Schülerinnen und Schüler, ja, schätzen Sie mal, was uns dies allein, diese einzelne Maßnahme, die gar nicht so groß beachtet wird, kostet. Wir brauchen dazu 812 zusätzliche Lehrerstellen. Und ich sage Ihnen, das ist ein schwieriges Kapitel in der Landespolitik. Nicht die Lehrer. Meine Tochter ist auch Lehrerin. Nein, die sind in Ordnung, die sind auch motiviert und gut. Nein, die Personalquote im Landeshaushalt. Herr Oberbürgermeister, lassen Sie mich mal schätzen, Ihre wunderschöne Stadt mit einer guten Infrastruktur und einem soliden Haushalt hat vielleicht eine Personalquote. Ich lasse jetzt mal die Eigenbetriebe, wenn Sie welche haben, lasse ich mal völlig weg. Hat vielleicht eine Personalquote von 28%. Stimmt das? Bisschen drunter sogar, hervorragend. Ja, die im Land ist fast 50%. Das heißt, von allen Einnahmen, die wir haben, gehen wir fast die Hälfte aus fürs Personal. Und das kann ich nicht beklagen, das kann ich auch nicht reduzieren. Wenn wir jetzt 500 Millionen einsparen müssen, dann kann ich das nicht an den Stellen tun. Jedenfalls nicht bei den Lehrern. Also sie würden mich aus Winnenden jagen, wenn ich sage, jetzt sparen wir mal 1.000 Lehrerstellen, ein oder 2.000. Und schon gar nicht bei der Polizei, da komme ich nachher noch drauf zurück. Das ist ein Punkt, der mir schon ein bisschen Sorge macht, wo ich dann in gewisser Hinsicht auch die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger brauche. Das will ich nachher vielleicht ans Ende stellen.
Also wir haben die Klassenteile gesenkt auf 28. Wir haben 100 neue Klassen geschafft an dem beruflichen Gymnasium. 100. Und das ist schon eine gewaltige Leistung. Also, ich will vielleicht nur noch zwei, drei Dinge ansprechen, wenn ich es jetzt schon gesagt habe. Da gibt es Dauerbelastungen für unsere Polizei. Die 24.000 Polizeibeamtinnen und Beamte hat im Vollzug, also die mit den grünen Uniformen, künftig dann in blau. Ich hoffe, dass das fällt. Aber deswegen haben wir es nicht gemacht. Es geht nicht nur um die Umstellung von grün auf blau, sondern es geht darum, dass die Funktionalität der Uniform, der Dienstkleidung, halt heute eine ganz andere sein muss als früher. Die Uniformen sind 40 Jahre alt, die hat der Östergaard noch gemacht, ohne Rücksicht darauf, dass wir Gott sei Dank auch Frauen in der Polizei haben. Mittlerweile fast 30%, die laufen immer noch in Männerhosen rum. Frau Elser, das können wir natürlich nicht verantworten, im Zuge der Gleichberechtigung. Also haben wir jetzt umgestellt von grün auf blau, deswegen, weil blau die Farbe, die europäische Sicherheitsfarbe ist. Und gleichzeitig haben wir gesagt, wir wollen nicht bloß die Farbe austauschen, sondern auch die Kleidung, die Dienstkleidung funktioneller gestalten, weil die halt jetzt heute ganz andere Gerätschaften mit sich führen müssen, als es früher der Fall war. Und im Winter waren die Dinger zu kalt, im Sommer war der Stoff zu warm und vieles andere mehr. Also, ja, 24.000. Aber meine Damen und Herren, nicht einen einzigen davon werde ich hergeben, wenn man bedenkt, wie groß das Land ist, von der Fläche her und wie viele Einwohner wir haben, 10,5 Millionen, dann sind wir im Ländervergleich, Flächenländer, Stadtstaaten Hamburg, Bremen, Berlin, lassen wir jetzt mal weg, sind wir am unteren Ende, was die Zahl der Polizisten anbelangt, am unteren Ende. Jetzt will ich Ihnen aber schon sagen, dass ich die Frage, wie gut die Polizeiarbeit ist in diesem Land, nicht danach richte, oder nicht allein danach, wie viele Soldaten ich habe sozusagen, wie viele Polizeibeamte ich habe, sondern danach, wie sie ausgebildet sind, wie sie ausgerüstet sind, welche rechtlichen Möglichkeiten sie haben und natürlich dann auch, wie sie besoldet werden. Gut ist, können Sie daran sehen, dass wir seit 10, 12 Jahren neben Bayern das sicherste Bundesland sind. Wir haben die geringste Kriminalitätsbelastung, die höchste Aufklärungsquote bei Kapitalverbrechen, liegen wir bei über 90%, Mord, Totschlag, Vergewaltigung, bei über 90%. Und in Bayern brauche ich sowieso nicht so ganz, was Ihre Statistik anbelangt, aber das lassen wir jetzt mal weg. Jedenfalls, unser Sicherheitsniveau ist hervorragend, nur auf Dauer können wir diese Belastungen, wie wir sie jetzt hatten, in den letzten Monaten und fast Jahren nicht schultern, nicht unendlich schultern. Und es kommen täglich neue Belastungen hinzu. Darf ich Ihnen gerade mal zwei, drei, vier Zahlen vielleicht nennen, an die Sie so im ersten Moment gar nicht denken. Wir haben jetzt in jüngster Zeit die Haftentlassung der sicherungsbewahrten Sexualstraftäter. Tja, der Justizminister muss sie rauslassen aus den Vollzugsanstalten. Da hat ein Sexualstraftäter beispielsweise eine Haftstrafe von 8 Jahren. Wenn die 8 Jahre verbüßt sind, muss er in Freiheit entlassen werden, möglichst gut vorbereitet. Wenn der aber nach wie vor als gefährlich einzustufen ist, weil er keine Therapie gemacht hat, weil er sich allen Resozialisierungsmaßnahmen verweigert hat, dann können wir den in Sicherungsverwahrung nur dann belassen, wenn der Richter am Anfang bei der Verkündung seines Urteils gesagt hat, nach Verbüßung der Haft kommt er in Sicherungsverwahrung. Wir haben die Möglichkeit eingeführt, dass auch nachträglich diese Sicherungsverwahrung angeordnet wird, wenn innerhalb der Haftzeit sich herausstellt, dass der sich nicht gebessert, sondern eher gefährlicher geworden ist. Das hat uns der Europäische Gerichtshof aufgehoben und deswegen muss die Polizei, wenn er rauskommt, gucken, dass nichts passiert. Und da brauchst du 25 Mann, wenn du so jemanden rund um die Uhr beschaffen willst. Jetzt warten wir darauf, dass der Bund, die Berliner Regierung, die Kollegin Leuthäuser-Schnarrenberger ein Gesetz vorlegt, hoffentlich schnell,
damit wir da zu anderen Lösungen kommen. Ich habe auch Vorschläge, aber das wird jetzt zu weit. 25 in Freiburg sitzen 18 dieser Sexualstraftäter ein, in der Vollzugsanstalt. 8 oder 9 sind schon auf freiem Fuß, müssen beschattet werden, und zwar nach Polizeiwagen. Also, das war nur eine Geschichte. Nächste Woche, ich darf den Tag nicht nennen, haben wir einen Kastortransport, der läuft bei mir in der Region, mitten durch Karlsruhe, durch Neureuth, Ortsteile, Vorstädte. Mal sehen, wie viele Polizisten wir da brauchen. Ein Thema, ein uraltes Thema, Bundesliga, überhaupt Fußball, Sportgroßveranstaltungen, Hooligans, Auseinandersetzungen, Gewaltbereitschaft. Im letzten Jahr hatten wir 256 verletzte Polizeibeamten, allein in dem Faktor, in dem Gebiet. Wir hatten 20.000 Polizeibeamte im Einsatz, die 120.000 Einsatzstunden geleistet haben bei 280 Ligaspielen. Dann haben wir das Thema Respekt und Respektlosigkeit und Gewalt gegen Polizisten, Aggression und Gewalt. Das ist auch ein Zeichen. Die Zahlen sind gestiegen von 1200 verletzten Polizeibeamten vor 4 Jahren auf jetzt 2500. Das ist auch ein Zeichen nachlassenden Respekts gegenüber dem Staat und seinen Vertretern. Das ist auch ein Thema, das wir in der Gesellschaft mal miteinander diskutieren müssen. Und ja gut, und dann haben wir halt die Dauerbelastungen mit Stuttgart 21. Will das nicht beklagen, die Demonstrationsfreiheit, die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut in unserem Rechtsstaat. Die Polizei, wer denn sonst, muss gewährleisten, dass diese Demonstrationsfreiheit auch wirklich wahrgenommen werden kann. Und auf der anderen Seite muss sie aber auch dafür sorgen, dass das Baurecht eines Bauherrn, wenn der sozusagen den roten Punkt hat, dass er dieses Recht auch wahrnehmen kann. In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Polizei, aber wenn sie dies halt tut, über Monate hinweg, dann heißt es, dass wir insgesamt etwa, ich habe hier die Zahlen genannt, bekommen, 240.000 Überstunden in den letzten 10 Monaten haben. Überstunden, 240.000 Überstunden, ich habe jetzt beim Finanzminister durchsetzen können, dass wir dafür 6,5 Millionen Euro zusätzlich bekommen, um die Überstunden abzugelten. Also die Polizeibeamten wollen zur Hälfte vielleicht das in Freizeit abgegolten kriegen und zur anderen Hälfte wollen das bezahlt kriegen. Also 6,5 Millionen. Insgesamt, wenn ich noch dazu rechne, die Einsatzzeiten beim NATO-Gipfel, Sie erinnern sich, vorletztes Jahr, da war ein riesen Gefährdungsgebiet von Baden-Baden, Kehl bis Straßburg. Das war eine andere Situation wie in Heiligendamm, G8-Gipfel, 2 Jahre zuvor. Das war eine Halbinsel, wenn ich mich recht erinnere. Da haben sie einen großen Zaun drum gebaut und Betonmauer. Und die Staatsgäste haben dann innerhalb der Mauern getagt. Es hat trotzdem große Randale gegeben, das ganze Theater. Damals hat 76 Millionen Euro gekostet. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das sagen darf, aber ich sage es trotzdem. 76 Millionen. Die der arme Lorenz Café, der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, hat aufbringen müssen. Mir ist natürlich Angst und Bange geworden. Wir sind mit der Hälfte ausgekommen, aber die Überstunden waren so gigantisch, dass wir also auch heute noch eine gewisse Bugwelle haben. Das alles sind zusätzliche Herausforderungen, die mich, glaube ich, zurecht sagen lassen. Also bei der Polizei wird jetzt personell nicht mehr gespart. Das tun wir auch nicht. In einem Pressegespräch gesagt, wie heißt die Zeitung, Matthias? Fellbacher Zeitung. Wir haben jetzt, ab nächste Woche geht es los, wieder 1400 neue Einsatzfahrzeuge für die Polizei bestellt. Daimler. 1400. Die Polizei ist wirklich, was die Ausstattung anbelangt, auf hohem Niveau. Ich habe übrigens auch Alt-OB. Ich habe nach Winnenden und Wendlingen, nachdem wir analysiert haben, welch großer Eigengefahr die Polizeibeamten ausgesetzt waren, die als Erste in der Alper-Realschule gegangen sind. Das war übrigens eine Konsequenz aus dem schrecklichen Geschehen am Gymnasium in Erfurt. Dort hat die Polizei, das ist jetzt kein Monitum, keine Anklage, dort hat die Polizei nach dem
jahrelang geltenden Einsatzkonzept gehandelt. Erstmal den Tatort, das Haus, die Schule umstellen von den wenigen, die zunächst am Tatort sind, und dann warten auf die nachrückenden Kräfte. Und dann im Fall einer Geiselnahme beispielsweise eine statische Lage herstellen. Statische Lage heißt, man versucht mit dem Täter Kontakt aufzunehmen und zunächst mal zu verhindern, dass da weiter was passiert. Aber in Erfurt hat es, ich will es nicht bewerten, aber meines Erachtens dazu geführt, dass der Täter halt im Gebäude nach wie vor seine Tat hat fortsetzen können und sich schießen können. Hier in Winnenden wäre es meines Erachtens wohl nicht anders gekommen und es wäre noch Schrecklicheres passiert. Ist ja eh schon nicht fassbar, was da geschehen ist. Aber der Täter hatte ja noch Munition und wenn die Polizeibeamten nicht ins Haus, in das Schulgebäude eingedrungen wären und so umsichtig und mutig gehandelt hätten, wäre vielleicht noch Schlimmeres passiert. Aber ich habe die Einschusslöcher gesehen an der Eingangstüre und die waren in Kopfhöhe. Und deswegen habe ich sofort für jedes Streifenfahrzeug, weil man nie weiß, wer ist als erster am Tatort, welche Streife trifft zuerst ein, welche ist am nächsten am Tatort. Das war in Lörrach bei der Amok-Tat genauso, dass jedes Streifenfahrzeug nicht nur normale, sondern ballistische Helme, kugelsichere Helme bekommt. Die werden jetzt ab nächste Woche auch ausgeliefert. Das muss ja alles geprüft werden. Unsere Polizei schon gut ausgerüstet und auch gut ausgebildet und auch mutig und auch hoch motiviert. Aber es gibt Dinge, Belastungen, die wir uns vor wenigen Jahren noch nicht überhaupt haben vorstellen können und es gibt Dinge, die ich ohne ihre Mithilfe, die die Polizei ohne Mitwirkung der Gesamtgesellschaft, ohne Mitwirkung der Eltern allein nicht schultern kann. Wir müssen uns verabschieden, Sie, die Sie hier sitzen, nicht, aber viele andere draußen im Land, wir müssen uns verabschieden von der Vorstellung, dass der Staat alles regeln kann und für jedes Problem, das auftaucht, dann auch zuständig wäre. Ich will Ihnen nur wenige nennen. Wenn ich am Freitag Nacht um 1, am Samstag Nacht um 1:30 ein Innenstadtrevier in Stuttgart besuche, dann sagt mir der Revierführer, Herr Reich, jetzt haben wir wieder 6 oder 8 oder 10 oder auch nur 4 Jugendliche, zum Teil Kinder, Mädchen, 12, 13, da geht es schon los. Die sind volltrunken bei mir im Revier. So, die haben wir aufgelesen auf der Straße. Und jetzt rufen wir mal die Eltern an. Und wenn von 10 angerufenen Eltern 5 zur Antwort geben, was, der Werner hockt bei Ihnen auf dem Revier um 1:30 ist voll gesoffen, der soll gucken, wie er heimkommt. Wunderbar. Verstehen Sie? Das Problem, das da dahinter steckt, das kann die Polizei nicht lösen, das kann das Land nicht lösen, das kann am allerwenigsten der Innenminister lösen. Das könnten wir auch mit 10.000 Polizisten mehr nicht lösen. Da ist das Elternhaus gefragt. Aber jetzt sage ich Ihnen mal ein anderes Beispiel, das mich nachdenklich macht, auch ohne Anklage. Das Thema Internet und Internetkriminalität und Killerspiele und vieles andere mehr beschäftigt mich. Also, jetzt muss ich aber einen Satz vorweg sagen. Also vor Ihnen steht einer, der geprägt ist von einem großen Optimismus, von einer großen Zuversicht, was unsere jungen Menschen in diesem Land anbelangt. Wir haben 2,1 Millionen junger Menschen zwischen 1 und 21. 21 am Ende des Strafrecht sagt man Heranwachsender, 2,1 Millionen. Davon kommen maximal 5% jemals mit der Polizei oder gar dem Gericht in Berührung. Und wenn Sie sich angucken, was sich in unserem Land tut, wie sich Jugendliche engagieren, trotz aller schulischer Belastungen, in den Sportvereinen, in kirchlichen Organisationen, in Musikvereinen, auch Eichinger ist ein bestes Beispiel dafür, dann muss man doch sagen, wir können wirklich optimistisch sein, was die Zukunft unseres Landes angeht, weil wir so tolle Jugendliche haben. Aber da gibt es natürlich einen Prozentsatz, die 5%, die uns zunehmend Sorge machen. Und da müssen wir uns eines überlegen. Internetkriminalität. Vor
vielen Monaten hat mir der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mal Folgendes gesagt. Als ich zum ersten Mal, so hat er gesagt, als ich zum ersten Mal Bundesinnenminister war, 1989, aber ja zweimal später, dann später ja nochmal, da habe ich das Wort Internet überhaupt noch nicht gekannt, geschweige denn Internetkriminalität. Und dann hat er gesagt, jetzt guck dir mal an, was sich auf diesem Gebiet abspielt. Und dann bin ich zum Landeskriminalamt gegangen und habe mir das mal zeigen lassen. Also, es ist schon schockierend. Wir haben dort Ermittlungsverfahren pro Jahr in den letzten 5 Jahren wie folgt. Erst 4.000 vor 5 Jahren, dann 9.000, 13.000, jetzt sind wir bei 25.000 Ermittlungsverfahren, nur im Bereich Internet. Da sitzen 10, jetzt 15 Polizeibeamte, Spezialisten, die nichts anderes machen als virtuell Streife fahren, virtuell den ganzen Tag durchs Internet, um Täter und Verbrecher aufzuspüren. So wie der Streifenwagen, weil ich bin in den, ja gut, selten, weil hier anständige Leute wohnen, aber so wie der Streifenwagen durch Winnenden fährt, so surfen die durchs Internet. 70% oder 75% der Straftaten, die aufgedeckt werden, sind Betrugsdelikte, eBay, man kauft irgendwas, also ich mache sowas nicht, ich mache nicht, aber Entschuldigung, jetzt nicht die Banker unter uns, ich mache auch keine, wie nennt man das, Online-Banking, ja, das ist mal alles ein bisschen nicht ganz geheuer. Jedenfalls bin ich auch schon zu alt, naja, verstehe auch zu wenig davon. Wird sich trotzdem nicht aufhalten lassen. Aber 75% im Bereich Betrugsdelikte. Man bestellt irgendwas, man gibt seine Kontonummer an, die Scheckkartennummer, vielleicht auch noch die PIN-Nummer. Das machen die Schwaben nicht, aber badische Hausfrauen gelegentlich doch. Der Rest ist schnell erzählt, das Konto ist abgeräumt. Das könnte man noch nicht hinnehmen, aber das ist halt so. Aber dann gibt es eine Deliktsart, die in ihrer Schrecklichkeit überhaupt nicht vorstellbar ist. Der Bereich Kinderpornografie mit explosionsartigen Zuwachszahlen. Wissen Sie, wenn ich mich hier so umschaue, ich sehe keinen, aber keinen einzigen hier im Saal, der sich das, was sich da vor laufender Kamera abspielt, auch nur eine Minute lang am Stück ansehen kann. Dreijährige, vierjährige, achtjährige Kinder, Mädchen, Buben. Recht da ab an der Stelle. Wir haben es in der Fraktion, ich weiß nicht, Matthias, ob du da auch schon dabei warst, uns mal zeigen lassen vom Landeskriminalamtspräsidenten Hiller. Es ist einfach schrecklich und grausam. Ein größeres Verbrechen an Seelen von Kindern kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So, und jetzt sage ich Ihnen mal, da gibt es Verfahren, ein einziges Verfahren mit Hunderten von Tatbeteiligten, also Pädophilen, Männern, aber es sind auch Frauen drunter, die sich das Zeug runterladen, die damit handeln, die das verkaufen, die weiß Gott was damit machen. Und dann gibt es die Provider, die in Gibraltar hocken oder in Island oder sonst irgendwo. Und die Polizei muss in jedem einzelnen Fall natürlich den PC beschlagnahmen, die Festplatte auswerten, das ganze gerichtsfest dokumentieren. Ich will damit nur sagen, Belastung, Arbeitsbelastung der Polizei, zusätzliche Aufgaben in einer Dimension, wie wir sie vor Jahren überhaupt nicht kannten. Da gäbe es vieles zu sagen, ich will es jetzt einfach dabei mal belassen. Meine Damen und Herren, wir sind trotz all, ich habe jetzt dieses Thema, das mich auch bewegt, täglich auf einem guten Weg. Und wir halten auch die Balance zwischen Sicherheit der Bürger und zwischen Freiheit der Bürger. Da gibt es vieles, was wir auch in der kommenden Legislaturperiode diskutieren müssen, auch mit dem Koalitionspartner FDP. Ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen. Wir haben jetzt ein Polizeigesetz novelliert. Wir haben eh schon ein sehr modernes Polizeigesetz gehabt, aber da gibt es ja immer noch Notwendigkeiten zur Verbesserung, beispielsweise die Videoüberwachung. Als ich den Gedanken, Matthias, zum ersten Mal, dass wir die Videoüberwachung erleichtern müssen, eingebracht habe in den Landtag, gab es wütende Proteste. Die SPD hat die Augenbrauen hochgezogen und hat gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass man hier flächendeckend die Bürger überwacht mit Videokameras. Einige Zeitungen haben geschrieben, der gläserne Bürger, der Rech will alles durchsichtig machen. Jetzt frage ich Sie mal hier im Saal, wie viele Videokameras hängen heute am 10. Februar im Land Baden-Württemberg aufgestellt und betrieben von der Polizei?
Ich rede nicht von den Videos in Kaufhäusern, Tankstellen, an sonstigen Gebäuden und Plätzen, sondern nur Videokameras, die von der Polizei aufgestellt und überwacht werden. Ich rede auch natürlich nicht von den Pizzern und Autobahnen, von denen rede ich nicht. Also Videokameras, ich will Ihnen mal helfen, sind es 50, sind es 500 oder sind es 5000? Wer ist denn für 50? Ja, das sind die, die an die Rechtstreue dieses Staates glauben. Gut so. Wer ist für 500? Ja, das sind die, die dem Staat zumindest einiges zutrauen würden. Und wer ist für 5000? Ah, das sind die Anarchisten, da gibt es auch viele im Mittelmeer. Nein, ich sage es Ihnen im Augenblick heute, und das hat sich seit einem halben Jahr nicht geändert, gibt es in Baden-Württemberg sechs Videokameras. So, und jetzt sage ich, warum? Die hängen alle in Mannheim. Die fühlen sich aber nicht diskriminiert, die Mannheimer, warum alle sechs bei Ihnen hängen, sondern die schreiben mich seit vielen Wochen und Monaten an, recht, die Kameras müssen da stehen bleiben, wieso wollen Sie die abbauen? Seit die da stehen, in problematischen Brennpunkten, Kriminalitätsschwerpunkten in Mannheim, seit die da stehen, passiert auch nichts mehr oder kaum was. Da sage ich, lieber Oberbürgermeister Dr. Kurz, genau das ist der Grund, warum ich die abbauen muss. Im Polizeigesetz steht nämlich nur dort, wo erkennbar Kriminalitätsschwerpunkte sind, darf ich die aufbauen. Wenn aber nichts mehr passiert, dann muss ich die wieder abbauen. Wir verhalten uns gesetzestreu, selbst der Innenminister. So, im Land passiert nichts, wofür es nicht eine Rechtsgrundlage gibt. Übrigens auch für die Spitze, was jetzt thematisiert wird, für die verdeckten Ermittler. Das passiert auf einer klaren Rechtsgrundlage, aber ist ein anderes Thema. Dafür habe ich gestern Abend in Heidelberg Prügel gekriegt bei den antifaschistischen Studenten. Also jedenfalls, so, und dann muss ich die sechs Kameras abbauen. Das ist doch widersinnig. Also haben wir jetzt nach monatelangem Ringen, aber immerhin mit der FDP, mit irgendeinem anderen Koalitionspartner hätten wir es nicht hingebracht, das Gesetz novelliert, dass wir jetzt die Kameras installieren dürfen, wo sich viele Menschenansammlungen treffen, beispielsweise Public Viewing, solche Geschichten an öffentlichen Plätzen, die auch bevorzugte Anschlagsziele des islamistischen Terrorismus sind und solche Dinge. In der Weise haben wir jetzt die Geschichten vor dem Bild. Übrigens, wenn ich das Beispiel muss ich Ihnen noch sagen, die Sauerland-Attentäter sagen Ihnen was. Das war auch so eine Geschichte. Da haben wir über Wochen und Monate hinweg, weil wir die Online-Recherche nicht hatten, weil es dafür keine Gesetzesgrundlage gab, die hätte die CDU gerne einführt, hätte der Polizei das Geschäft auch sehr erleichtert. Sie wissen, was ich meine, Online-Recherche. Man schleicht sich auf den PC, auf die Kommunikation der Tatverdächtigen und hört dann alles mit. Da wir das nicht hatten, mussten wir über Wochen und Monate hinweg den Fritz Gelowitz, der da aus Ulm, Neu-Ulm kam, mit seinen beiden Komplizen, Tag und Nacht beschatten. Jede einzelne Fahrt, die haben sich ja Wasserstoffperoxidfässer beschafft in einem anderen Bundesland, der ist von zu Hause aus mit seinem Auto, auf die Hebebühne gefahren, einer Hinterhofwerkstatt, hat das Auto durchscannen lassen, ob irgendeine Wanze der Polizei drin ist. Ist dann mit seinem Auto zu einer Mietwagenfirma gefahren, aber nicht immer dieselbe, zu einem Umkreis, hat sich dort einen Mietwagen genommen, wieder auf die Hebebühne, wieder genau untersucht und dann erst in ein anderes Bundesland. So, was haben wir machen müssen? Wir haben den Meter für Meter beschatten müssen mit einem Aufwand von 300 Polizeiwagen. 300 über Wochen hinweg. Und immer auf die Gefahr natürlich, dass der irgendwann mal vom Radarschirm verschwindet. Meine Polizeibeamten haben immer gesagt, regelmäßig, Minister, wann greifen wir zu? Wann nehmen wir die fest, die drei? Und ich habe immer gesagt, ja, wenn Sie es noch verantworten können, aber ich habe eigentlich letztendlich die Verantwortung, dann warten wir, solange es geht, solange wir die Geschichte im Griff haben, damit wir eventuell Netzstrukturen, Hintermänner aufdecken, damit wir wissen, mit wem die in Kontakt sind. Hohes Risiko. Ja, und dann übrigens, das war für mich auch eine schockierende Erkenntnis. Die hatten eine Sprengstoffmenge zusammengetragen, die das Fünffache betragen hätte, wie das, was in Madrid in den Vorortzügen explodiert ist. Und da hat es 119 Tote gegeben. Das war das 8- bis 10-fache der Mengen, die in London in den U-Bahn-Schächten explodiert ist.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie leicht sie sollte Bomben bauen können, der Gegelwitz ist 10, 12 Mal auf Kurierfahrten in einem anderen Bundesland, hat sich Wasserstoffperoxid gekauft. Wasserstoffperoxid ist ein Bleichmittel, das wird in Wäschereien verwendet, das können Sie problemlos kaufen in einer Chemikalienhandlung. Das hat eine Konzentration, ist so eine wasserhaltige Flüssigkeit, Konzentration von 25%, bei 50% und drüber wird es schon gefährlich. Ja, dann nehmen Sie so ein 100 Liter Fass, stellen das auf die Herdplatte, bildlich gesprochen, kochen das auf, bis das Wasser verdunstet ist, und wenn in einem 100 Liter Fass dann nur noch die Hälfte drin ist, dann ist die Konzentration immer 25, sondern 50%. Dann nehmen Sie noch ein bisschen Aceton und dann, aber ich will jetzt keine Anleitung zum Feinstoffbau geben, das verbietet sich das. Ja, ich will damit nur sagen, und das war nicht weit weg in Afghanistan oder Pakistan oder schon so, der war auch nicht in einem terroristischen Lager in Afghanistan oder im Grenzgebiet, sondern das Zeug war hier in Freudenstadt gelagert, bei mir in der Nähe. Also auch diese Bedrohung ist nicht mehr weit weg, sondern ich will jetzt Ihnen keine Angst machen, wir haben die Geschichte im Griff, wir haben etwa 12 dieser Typen im Land Baden-Württemberg, aber die müssen wir auch rund um die Uhr beschatten und dürfen keinen verlieren. Also das ist alles natürlich ein hoher Aufwand und ich sage Ihnen, wir bewältigen das, wir haben die Sache im Griff, wir strengen uns an, wir rüsten die Polizei gut aus, wir bezahlen sie auch anständig, wir haben jetzt, Matthias, du hast da sehr mitgeholfen, bin ich dankbar dafür, bei der Erarbeitung der Vorlagen 2100 Beförderungen für unsere Polizeibeamten ermöglicht. 2100 Beförderungen. Die haben das auch verdient und unter anderem deswegen bin ich in der Tat sehr zuversichtlich. Was uns fehlt, das will ich zum Schluss noch sagen, ist mehr Geld für eine gescheite Verkehrsinfrastruktur. Du hast angesprochen, ich will es deswegen wirklich jetzt nur mit 2 Minuten an, aber es liegt mir auf der Seele. Ich bin nicht mehr Verkehrsminister. Gott sei Dank, würden andere sagen an meiner Stelle, naja, da hast du ja nur Ärger. Ärger deswegen, weil uns der Bund seit vielen, vielen Jahren chronisch unterfinanziert bei diesem Thema. Was meine ich damit? Du hast, glaube ich, angesprochen, der Schlüssel, der Verteilungsschlüssel für das Geld, hat er funktioniert seit 100.000 Jahren nach dem einfachen Prinzip. Wie groß ist das Land, wie viel Einwohner hat es? Und dann gibt es den Königsteiner Schlüssel und der sagt für uns, wir kriegen 12% des gesamten Finanzkuchens für den Straßenbau. Wir haben aber über 22% des Verkehrs und wir haben über 24% des Streckennetzes zu unterhalten und neu zu bauen. Und wenn ich sage Neubau, das ist bei uns schwieriger als in anderen Ländern. Schätzen Sie mal, wie viele Tunnel- und Brückenbauwerke in Baden-Württemberg stehen im Verhältnis zur Gesamtzahl der anderen. Ich sage es Ihnen, fast ein Viertel aller Brücken und Tunnels, die in dieser Bundesrepublik Deutschland stehen, stehen in Baden-Württemberg. Und das macht so ein Bau einer Straße natürlich teuer. Und jetzt sage ich Ihnen, was passiert. Also der Bund gibt uns eh zu wenig Geld. Und wenn er dann was baut, Bundesstraßen oder Bundesautobahnen, dann funktioniert es nach folgendem Schema. Nehmen wir an, die A8 wird jetzt ausgebaut für 100 Millionen in der Teilstrecke. Dann zahlt der Bund diese Kosten. Aber für die Planung und für die Bauüberwachung ist das Land zuständig. Und eben wegen dieser schwierigen Topografie, Berg und Tal und so weiter, unser Land ist ja schön, aber für den Straßenbauer nicht ganz einfach. Für diese Planung und Bauüberwachung rechnet man üblicherweise zwischen 9% und 12% der Kosten, der Gesamtbaukosten. Das sind 9 bis 12 Millionen in dem Fall. Der Bund ersetzt uns aber nur 3 Millionen. Also muss ich, oder die arme Verkehrsministerin, 9 Millionen aus dem Landesstraßenbauetat nehmen. Der hat aber nur 90 Millionen. Nach so einem Winter wie jetzt sind 50 Millionen allein für die Erhaltung, für die Ausbesserung der Straßen weg. Da bleiben noch 40 Millionen und für das, was ich eben gesagt habe, für diese Maßnahmen des Bundes, wo wir die Bauüberwachung und Planung haben, müssen wir nochmal 30 Millionen aus dem Topf nehmen. Und dann bleiben gerade noch 10 oder 20 Millionen übrig für unseren eigenen Landesstraßenbau. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen vom Bund verlangen, dass er zumindest bedarfsgerecht ausstattet. Da habe ich mit dem
Stolpe mit dem früheren Verkehrsminister schon gesprochen, ehrenwerter Mann, aber der hat sich ausschließlich als Aufbauminister Ost verstanden. Dann habe ich mit dem Tiefensee lange verhandelt mit Günter Oettinger, Stuttgart 21, haben wir uns ständig getroffen. Wir haben uns wie die Helden gefühlt, Matthias, dass wir das Projekt endlich durchkriegt haben. Das wollte der Bund nicht, das wollte der Tiefensee auch nicht, Stuttgart 21. Und seine Ministerien wollte es zweimal nicht, die haben sich 10 Jahre dagegen gewehrt. Dann haben wir es endlich durchgekriegt. Und ich habe gedacht, alle Baden-Württemberger jubeln, dass jetzt 7 Milliarden bei uns investiert wird. Und jetzt kommt eine Eigenschaft der Schwaben zutage, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Die sagen, wir wollen das Geld nicht. Also, jetzt wird man endlich mal was kriegen. Aber zurück zum Thema. Das war ein reiner Aufbauminister Ost. Und jetzt hat zum ersten Mal der neue Verkehrsminister Ramsauer vor 2 Jahren auf meiner letzten Verkehrsministerkonferenz zugesagt, dass er jetzt umstellen wird auf eine bedarfsgerechte Finanzierung. Die Juristen unter Ihnen wissen, bedarfsgerecht, das ist schon ein dehnbarer Begriff, aber endlich kommen wir mal von dem alten Königsteiner Schlüssel weg. Und jetzt sage ich Ihnen, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, vor Ihnen steht einer, der jeden Euro und jeden Cent, hinter jedem Euro und hinter jedem Cent steht, der in den letzten 16 Jahren in die neuen Bundesländer geflossen ist. Das, was für Baden-Württemberg gilt, dass nämlich ein wirtschaftsstarkes Land auch eine starke Verkehrsinfrastruktur braucht. Das gilt auch für die neuen Bundesländer, wenn die auf die Beine kommen wollen. Dazu stehe ich, das ist auch Solidarität. Aber jetzt haben die alles, was sie brauchen und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir den Hebel umlegen können, wo das Geld da investiert werden muss, wo Geld verdient wird. So, und jetzt ein Satz dazu und dann Schluss, nämlich: Ich brauche Ihnen dazu keine Zahlen zu nennen. Es gibt Fakten im Dutzend. Straßen, Autobahnen, die Sie sich einfach mal angucken müssen. Oder am besten noch, die Sie mal fahren müssen. Fahren Sie mal die A71 von Schweinfurt nach Erfurt, von Bayern, die natürlich auch profitiert haben von dem Aufbau-Ost-Programm. Jetzt müsste ein Ausbau-West-Programm kommen. Also fahren Sie mal die 71 von Schweinfurt nach Erfurt. Super. Autobahnen erleben Sie vielleicht in Finnland oder in Schweden ab und zu. Also da gibt es viele Beispiele, lassen wir es dabei. Die Infrastruktur wird ein großes Thema der nächsten Jahre sein und bleiben. Da können wir uns noch so anstrengen, was wir tun, um den Verkehr auf die Schiene zu verlagern oder auf die Wasserstraßen. Der Neckar mit seinen 25 Schleusen, da hat einen Zuwachs im Gütertransport von 6-8% jedes Jahr. Aber die Schiffe haben halt mittlerweile 135 Meter Länge und so schleusen nur 105 oder 95. Also, was kostet das Ding? 600 Millionen. Das bauen wir aus und die Fische kriegen ihre Treppen und das machen wir alles. Aber 600 Millionen. Und die Schienenstrecke, das will ich noch sagen zum Schluss, weil ich da komme daraus, ich bin da sozusagen Rheinanleger, Rheinschienenanleger von Karlsruhe nach Basel, drittes, viertes Gleis. Das ist ein noch größeres Projekt als Stuttgart 21. Das sind 4, 5, 6 Milliarden allein für diese Strecke. Die allerdings der Bund allein zu bauen hätte, weil er auch verdient an dieser Strecke. 64% des gesamten Güterverkehrs jenseits der Alpen von Genua laufen über diese Strecke bis nach Rotterdam. So, und das Ding ist eine hundertprozentige Angelegenheit der Bahn, die uns eigentlich gar nichts angehen würde. Tja, jetzt planen die Bahn aber. Und planen so, wie sie es nur müsste, und planen so, wie es kostengünstig ist für sie. Und das heißt, in Offenburg gehen alle Gleise über, quer durch die Stadt, oberirdisch. 324 Güterzüge in 24 Stunden. Und so ein Güterzug ist lauter wie ein ICE, das wissen Sie, muss ich Ihnen nicht sagen. So, und jetzt, klar, 124 Bürgerinitiativen. Städte und Gemeinden, die betroffen sind, Offenburg am allermeisten. Da sagt mir die Schwester Elisabeth, die ist jetzt zur Ikone des Widerstands geworden, aber nette Frau, ich mag die sehr. Also die Schwester Elisabeth sagt zu mir: Herr Reich, jetzt kommen Sie mal mit in mein Schlafzimmer. Na ja, gut, wenn ich das darf. Kommen Sie mal mit in mein Schlafzimmer und dann gucken Sie mal da hinaus. Und dann ist in 6 Meter Entfernung über der Straße, läuft, oder 8 Meter vielleicht, läuft die Bahnlinie. Und dann sagt sie, und da soll jetzt eine 12 Meter hohe Schallschutzmauer gebaut werden. 12 Meter! Da habe ich gesagt, Schwester Elisabeth, Sie haben mich überzeugt, das kann so nicht gehen. Ja, und jetzt kommt die Bahn und sagt, bei aller Kulanz, wir machen ja mit, aber wir dürfen nur so bauen, wie das gesetzlich zugelassen ist.
Und es ist halt nicht zugelassen, dass wir dann Tunnel bauen, wenn es auch oberirdisch geht. Bundeshaushaltsgesetz, wir dürfen nicht 500 Millionen für den Abschnitt verbraten, wenn es auch mit 120 geht. Und wenn ihr das wollt, den Tunnel, dann zahlt das halt. Also ich sage Ihnen voraus, da wird das Land noch einmal, nein, ich sage es nicht, es wird uns so viel kosten wie Stuttgart 21 am Ende. Also, wir unternehmen alle Anstrengungen, aber wir müssen den Bund ins Boot holen, und zwar mehr, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Strich drunter, ich will mit Ihnen nachher noch ein bisschen reden, vor allem noch ein Glas Wein trinken, aber eines will ich noch sagen zur Wahl. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Wahl gewinnen, wenn jeder von Ihnen am Wahltag in seiner Straße keinen kennt, der nicht zur Wahl gegangen ist. Wenn wir nämlich eine hohe Wahlbeteiligung kriegen, dann sind die Linken nicht im Landtag vertreten. Die Linken haben, wenn überhaupt, nur dann eine Chance, wenn unsere Bürger bei der Landtagswahl das machen, was meine Bürger in meiner Heimatgemeinde am letzten Sonntag leider gemacht haben. Bei der Neuwahl eines Bürgermeisters, der Amtsinhaber hat aufgehört, waren zwei Kandidaten da mit klaren Profilen, zwei honorige, gute Menschen, die auch einen guten Wahlkampf gemacht haben, jeder für sich, und trotzdem hat die Hälfte der Bevölkerung gesagt, das interessiert uns nicht. Obwohl wir da auch Problematiken haben, wie Umgehungsstraße, auch emotionale Themen, interessiert uns nicht. Wenn das passiert, ebnen wir den Linken Tür und Tor. Aber dann möchte ich nicht in dem Staat leben, wie es sich ein Haskell im Landtag, der sagt, diese Demokratie ist überholt, hat abgewirtschaftet, Schluss damit. Oder der Gangolf Stocker bei den Stuttgart 21 Gegnern sich den Staat vorstellen. In so einem Staat möchte ich nicht leben. Deswegen, ich bin sehr zuversichtlich. Ich bin überzeugt, dass wir die Wahl gewinnen. Gerade weil, das will ich noch abschließend sagen, ich draußen spüre, diese ganze Geschichte mit Stuttgart 21, da kann man dafür oder dagegen sein, ich will die jetzt gar nicht untersuchen, sondern nur analysieren. Diese Geschichte mit Stuttgart 21 hat zu einer hohen Emotionalisierung geführt, hat zu einer großen Polarisierung geführt und hat damit auch zu einer hohen Aktivierung unserer bürgerlichen Wähler geführt, die sagen, jetzt ist aber Schluss, jetzt habt ihr 15 Jahre geplant, jetzt habt ihr 15 Jahre diskutiert im Europäischen Parlament, im Bundestag, im Landtag, im Gemeinderat Stuttgart, über 200 Mal seit 1993. Jetzt habt ihr die Schlichtung noch gemacht, mit allen Risiken, bei denen man bei eigener Geißel halt rechnen muss. Das hat uns dann auch nochmal einen Haufen Geld gekostet am Ende. Dann hat er 7 Vorschläge auf den Tisch gelegt und die Landesregierung sagt, jawohl, das machen wir 1:1. Alle 7 Punkte werden umgesetzt, koste es, was es wolle. Und jetzt sei er immer noch nicht zufrieden. Die Bevölkerung lässt sich das jetzt nicht mehr länger bieten. Und deswegen glaube ich, dass wir eine gute Wahlbeteiligung gerade in den bürgerlichen Wählergruppen kriegen werden. Und um die FDP machen Sie sich bitte keine Sorgen. Also bitte nicht auf eine Zweitstimmenkampagne reinfallen, schon deswegen, weil sie bloß eine Stimme haben. Also ab und zu haben wir wieder sagen. Und zweitens, weil in dem Stammland der FDP, die FDP allemal in den Landtag kommt. Und dann sage ich Ihnen, kriegen wir 42-43% und die FDP 6 oder 7, und dann können wir dieses Land erfolgreich weiter regieren, wie das in den vergangenen 57 Jahren der Fall war. Ich bin betrübt. Und da denke ich wieder an meinen Vater. Ich bin betrübt, wenn ich Argumente höre wie, die CDU hat jetzt 57 Jahre das Land regiert. Jetzt ist Zeit für einen Wechsel. Also wissen Sie, ist das schlecht, wenn eine Partei dieses Land 57 Jahre an der Spitze aller Bundesländer oder an die Spitze aller Bundesländer geführt hat? Ist das ein Grund, sie abzuwählen? Jetzt weiß ich natürlich, Politik und Wahlen lebt nicht von den Verdiensten der Vergangenheit. Dank darf man da nicht einfordern wollen, man freut sich drüber, wenn er kommt, aber man hat kein Anrecht drauf. Nicht von den Verdiensten der Vergangenheit, sondern Wahlen werden entschieden daran und damit, was die Wähler für die Zukunft von der einen oder anderen Partei erwarten. Meine Damen und Herren,
Sie haben Herrn Matthias Prüfrock vor sich sitzen. Sie können doch Gutes erwarten. Wählen Sie ihn und wir gewinnen die Wahl. Herzlichen Dank. Raus und es ist auch angekommen. Vielen herzlichen Dank. Das macht uns allen noch Mut für die nächsten 6 Wochen. Ich würde jetzt zum Verfahren folgenden Vorschlag machen. Das wird jetzt noch eine Fragerunde machen, hier in der Gesamtheit des Publikums, dass wir dann noch das Musikstück und das Schlusswort hören und dass wir uns dann gemeinsam noch etwas stärken hinten bei einem Glas Wein oder etwas zu essen. Darf ich jetzt kurz fragen, sind noch Fragen oder Anmerkungen da? Wer möchte noch was loswerden? Gibt es Fragen an mich oder den Minister? Oder sind alle Themen erschöpfend behandelt worden? Der Wein ist attraktiver als weitere Antworten. Ja, oder wie seht ihr, ist so groß, das nächste Mal frei, ich nur zu hören, dann würde ich vorschlagen, verfahren. Bitte schön.